Endlich Frühling. Wunderbares Wetter. Viel zu schade zum Arbeiten. Hilft aber alles nichts. Der Wochenausblick muss trotzdem gemacht werden. Aber vorher muss ich noch mein Töchterchen abholen. Die hat das Wochenende mit ihrer Oma im Wohnmobil auf dem Pferdehof verbracht. Auf geht's! Hätte ich euch fast vergessen. Kommt, ab an die Arbeit. So, Stunde ist rum. Kommen jetzt zu dem, womit ich mich nächste Woche dann wohl beschäftigen werde. Also die Termine, die ich mir aufgeschrieben habe, die unter Umständen für mich dann relevant werden. Das wäre einmal Montag um 22 Uhr, da gibt es eine Rede von der US-Notenbank-Chefin von Janet Yellen. Die hält eine Rede in Michigan. Dort wird auch der ein oder andere erwarten, ob es dort neue Aussagen zum Thema Zinsanhebung oder nicht gibt. Also der Dauerbrenner, alles das, was man halt von ihr so erwartet. Dann am Dienstag um 11 Uhr, da gibt es dann aus Deutschland die ZEW-Konjunkturerwartung für April zuletzt. Lang die bei 12,8 Punkte. Die Erwartung der Experten liegt bei 13,2 Punkten. Also man erwartet, dass es konjunkturell weiter bergauf geht, beziehungsweise dass die Befragten weiter optimistisch bleiben. Am Donnerstag 14.30 Uhr dann aus den USA Erzeugerpreise für März und am Nachmittag um 16 Uhr. Das werde ich mir dann auch noch anschauen. Da gibt es dann aus den USA Konsumklima von der Uni Michigan für April, da waren die Erwartungen, beziehungsweise die letzte Mal lag der Wert bei 96,9 Punkten, die Prognose bei 97,1, also auch das eher positiv gestimmt. So, haben wir alles? Nee, den DAX haben wir noch vergessen. Schauen wir da noch schnell eben drauf. So, da haben wir auch schon den DAX, da sind es zwei Marken, die mich dann in der kommenden Handelswoche dann eher interessieren. Auf der Oberseite 12.367, Unterseite 12.042. Jetzt zum Schluss hier im Stundenchart beim German 30, hier bei Trading 2 und 2 auf der Plattform sieht man, der Markt eher seitlich gelaufen. Was uns jetzt noch so ein bisschen, oder beziehungsweise was mich jetzt noch so ein bisschen interessiert für die kommende Woche auch, ist der politische Bereich. Donald Trump hat ja zugeschlagen in Syrien, also Raketen abgefeuert. Da stelle ich mir die Frage, war es das jetzt? War das ein Eintagsfliege? Hat er das nur gemacht, um die Hardliner zu Hause zu beruhigen? Oder gibt es da nochmal Nachschlag? Also wird das nochmal weiter eskalieren? Zum Zweiten gab es dann auch Meldungen übers Wochenende jetzt, dass die US-Armee einen Flugzeugträger an die koreanische Halbinsel entsandt hat. Also auch das deutliche Signale Richtung Nordkorea. Wie das ausgeht, bleibt auch erst nochmal abzuwarten, ob es da dann nochmal eine Eskalation gibt. Die US-Administration hat sich ja vorbehalten, da auch so einen entsprechenden Erstschlag durchzuführen. Also alle Optionen würden dort auf dem Tisch liegen. Die Gespräche mit China, die scheinen aber ganz gut gelaufen zu sein, weil da gab es jetzt auch nochmal Berichte und Meldungen, dass man Wirtschaftsbeziehungen weiter vertiefen will, also weitere Verhandlungen aufnehmen will. Das scheint zumindest erstmal nicht zu eskalieren. Also wenn die anderen Sachen eher ruhig bleiben, die wir da noch haben, wie Syrien und Nordkorea, dann haben wir vielleicht doch noch eine Chance, dass der DAX dann hier, beziehungsweise der German 30 hier nach oben weiter durchläuft. Warten wir es ab. Das war jetzt ein ganzes hartes Stück harte Arbeit. Jetzt gehe ich erstmal grillen. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.